Es hat so einen richtigen Drive, ne? Wenn man natürlich mit vielen anderen zusammen ist und solidarisch etwas gemeinsam startet. There's one thing that we want and we all agree upon is that we want change. Every one of us takes a message back that this is what we did over 2 days in Berlin and this is the spirit we want to go on. Es geht um Internationales, insbesondere um die Liefer- und die Wertschöpfungsketten und hier um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten. Es sind, treffen sich hier Menschen, die in Deutschland im Handel arbeiten und Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern aus der Wertschöpfungskette Orangensaft, Textil und auch Wein. Und hier geht es um Austausch, das gemeinsame Miteinander, voneinander lernen und auch Strategien für zukünftige gewerkschaftliche Arbeit zu diskutieren und zu entwickeln. Die Konferenz richtet sich vor allem an aktive Gewerkschafterinnen und auch an Betriebsräte, die eben ja aktiver mitgestalten wollen. Was sich bei IKEA noch verändert hat, gerade die Digitalisierung und die Thematiken der Transformation. Wer nach Potsdam fährt, der wird sehen, da ist ein Laden ohne Kassen, wo der Kunde also alles selber machen muss und ansonsten läuft alles über Bestellung. Das sind natürlich alles Handelswege und Möglichkeiten, die alles verändern. Wir haben Logistiker im Haus, wir haben Kassierer und Kassiererinnen im Haus. Diese Kollegen haben Angst um ihre Arbeitsplätze und deswegen ist es für uns total wichtig, diesen Tarifvertrag Zukunft zu haben. Die Beschäftigten sind ja diejenigen, die eben mit der neuen Technik arbeiten, die mit den Kunden arbeiten. Das heißt, nur sie wissen, wie die Technik und wie die Arbeit ausgestaltet werden soll, damit sie einem nützt und nicht, dass man am Ende eben belastet ist aufgrund der Technik oder aufgrund der Arbeit. Und von daher fordern wir auf allen Ebenen erstmal, dass Beschäftigte beteiligt werden. Wir müssen Prozesse schaffen, wo die Arbeiter aktive Subjekte teilnehmen und eben auch diese Bedingungen über die ganze Kette hinweg umgesetzt werden. Die nationalen Abkommen sollten gestärkt werden. A gente não quer estabelecer uma relação onde o Sul, o Norte, ajuda o Sul pobrecito. Não, nós queremos organizar um processo em que Norte e Sul, os trabalhadores dessa, ao longo das cadeias produtivas, encontrem as questões que para eles são semelhantes e discutam juntos estratégias, ações para modificar suas condições de vida, de saúde e de trabalho. Die internationale Konferenz ist in Kooperation entstanden. Verdi Handel, TAI, Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass das Miteinanderlernen über die Grenzen insgesamt geht. Von Deutschland nach Brasilien, von Brasilien nach Südafrika, von Südafrika nach Deutschland, über alle Länder hinweg, mit Bangladesch, mit Indien, mit Sri Lanka. Unterschiedliche gewerkschaftliche Erfahrungen werden ausgetauscht, werden zusammengeführt und machen uns insgesamt in der Gewerkschaftsbewegung stärker. First of all, capitalism is not only in South Africa or in the UK, but it's a global issue. So if you want to change or certain things for workers, I think it's important that you think about the supply chain, from the producer to the person who is using the product. So you have to influence everybody. So I think you must think broader. I cannot just think about it, I'm going to win this battle on my own. We need international solidarity.
Also meine persönliche Motivation ist es natürlich, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen zu verbessern. Und indem ich mich eben international austausche, weiß ich, dass ich eben nicht nur die Arbeit von den Mitarbeiterinnen hier in meinem Betrieb vor Ort stärken kann und in dem Unternehmen selbst, sondern natürlich auch die Bedingungen auch in den Produktionsländern, die natürlich abhängig auch von den Entscheidungen des Unternehmens sind, für das wir arbeiten. Building strong unions along the supply chain and uniting that union power is what will bring capital to account and above all define the working class fight for a better world and for a better 21st century.